Das sieht nach Zellen aus. Das sieht nach einer Kampfgrube aus, okay. Ja, was möchtet ihr? Ihr braucht meinen Rat. Yoshimo ist bereit. What the hell? Wer hat den Troll eingeladen? So, Troll kann zum Glück dank dem Flegel gut sterben. Noch ein Troll. Okay, die Trolle wollten das Mädchen fressen, hä? Euch besten Dank, euch werte Dame, dass ihr uns das Leben rettet. Das Ungeheuer hat uns bestimmt getötet. Das ist wahr, du bist jetzt frei, also lauf davon so schnell du kannst. Ja, werte Dame, ich weiß nicht, wo wir hingehen. Scorbunble ist so weit weg, aber alles ist besser, als nur zu kämpfen, damit diese bösen Männer über uns lachen können. Warum haben die Sklavenhändler so viele Kinder hier? Hier sind 100 Goldmünzen. Versucht damit, dich und die anderen Kinder dorthin zurückzubringen, wo ihr herkommt. Oh, ihr seid zu gut, ich werde damit. Damit könnten einige von uns nach Hause kommen. Danke sehr. Ehrlich. In der Tat, ihr seid jetzt frei. Geht so lange ihr könnt. In Ordnung, danke nochmal, werte Dame. Ich bin sicher, die Freudengebende wird auf euch herablächeln. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Wir treten hier für das Gute wurde aufrechterhalten. Alle werden sich an Minsk und Bo, die Helden, und natürlich auch an euch erinnern. Ja, Minsk. Also erstmal haben wir einen Rufpunkt gekriegt, deswegen war Keldon schon mal glücklich. Und Minsk ist jetzt so glücklich, dass er wieder mit uns reden muss. Minsk, wir werden uns mit Angeberei nicht viele Freunde machen. Recht habt ihr, Minsk. Aus unserem leuchtenden Beispiel wird nur Gutes erwachen. Nun ja, lass uns gehen, bevor wir einen Auflauf verursachen. Kein Bewahr, unsere Taten zuzustellen. Nee, naja, tun wir mal Minsk nicht deprimieren, indem wir eins vor den das erste oder das letzte nehmen, sondern stimmen wir ihm einfach zu. Ja, führt das Böse seiner gerechten Strafe zu und eines Tages werden wir nicht mehr jene strafen müssen, die vom rechten Pfad abweichen. Und zu Gaunern werden und wir werden keine Blutflecken mehr auf unseren blütenweißen Westen tragen müssen. Bo wird saubere Holzspäne haben, ihr verfluchten Bastarde. Ja, ja. Gut so, Minsk. Also, ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Lassen wir noch mehr Kinder frei. Hallo. Wer seid ihr? Ihr kommt doch nicht, um mir auch weh zu tun, nicht wahr? Nein, mein Kind, ich bin hier, um dich zu befreien. Schnell jetzt. Oh, Schluss, ich bin frei und danke, danke sehr. Ja, mit den Sklaven, den wir befreien, gibt es 2000 Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Ich würde gern den Krieger noch einmal aktivieren und wenigstens ein Level machen. Oh, danke sehr, werte Dame, dass Sie mich rauslassen. Ich komme hier raus. Und Waldläufer auf der ganzen Welt frohlocken. Schwierigkeitsgrad ist richtig eingestellt. Ja, sonst wäre es, glaube ich, zu leicht. Ihr könnt das Spiel jetzt nicht speichern. Doch, kann ich. Was immer ihr wünscht. Erst einmal, die sprühenden Farben waren nicht gut, denn gleich werden alle meine Leute pennen gehen. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Deswegen schicken wir Yoshimo wieder voraus. Und der Yuan-T da oben, der sieht auch nicht gerade begeistert aus, dass wir hier sind. Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Ja, an solchen Orten. Hi.
Ich warte. Keine große Ihr braucht Yoshimo ist bereit. Oh, fein. So. Wo soll ich euch meine Fähigkeiten und mein Geschick holen? Ihr seid direkt hinter mir, nicht wahr? Ein Schnelligkeitsöl und eine Keule. Mhm. Hier ist auch nichts Besonderes drin. Zwei Heiltränke und eine Schildrolle. Hier, Schildrolle. Gab es da nicht eigentlich eine Einstellung, dass Pause im Inventar abgeschalten ist? Nö. So. Hinten an den Thron könnte eine Falle sein. Ist es auch. Ich entzweh. Geld und einmal Schutz vor dem Bösen. Gut. Ach ja, das Schnelligkeitsöl kann da rein. Was ist auf dem Tisch? Geld. Hätte. Bisschen was. Pfeile plus 1. Noch ein Heiltrank. Ich frage mich jetzt gerade, ist das die Magier-Version oder die Priester-Version? Das ist die Magier-Version, also kommt das zu dir rein. Gut. Bei den Göttern haben wir den Rat nicht genug bezahlt, damit ihr dämliche amnische Soldaten die Stiche hier reinplatzt, wenn euch danach ist, eure Arrestquote zu erfüllen? Halt, ihr seid keine Soldaten von Arm, das ändert alles. Vernichtet diese Schwachköpfe, Männer. Hauptmann Hegen wird denjenigen belobigen, der den ersten umbringt. Hauptmann Hegen ist tot. Ja? Es sind Magier, also sollte ich ein bisschen vorsichtig vorgehen. Was kann ich tun? Imperium. Schneller als Chick-Ticker, schnell Pratze. So. Ja, was immer ihr wünscht. Auf Recht und Ehre. Ich bin Nabun. Wie ihr wünscht. Wie euren Eingeweiden etwas sollen. So, der da ist noch gefährlich, also muss der weg. Ja. Ihr zeigt mir wohin, wo immer ich Minsk warte auf euren Befehl. Geht, das Böse. Vita, Mortis, Zeit für ein Blutbad. Ja. Und dann bin ich gestorben. Mist. Mich nicht. Oder ich mach dich zum Moos. Mhm. Oh. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Also erstmal die Falle wieder entschärfen, dann alles wieder plündern. Hoppala. Dann sollte ich öfter quicksafen. Den wollte ich eigentlich noch nicht anpissen da unten. Ihr braucht mein Yoshimo ist bereit. Wo soll ihr seid? Erstmal den hier. Ja, was immer ihr wünscht.
Fragt nur. Ich kann mich nicht selber heilen. Hier, zeig mir wohin und ich frage zu. Ja? Ich kann aber ganz gut buffen erstmal. Vita, Mortis, Mario. Die Dienerin der Natur ist bereit. Was kann ich tun? Ja. Stärkung und Stärkung. Ich warte auf euren Befehl. Rindenhaut. Dann das noch. Und das noch. Ich warte. Wenn ihr es wollt. Ich bin der Jawohl. Wie ihr wünscht. Okay, diesmal ist Minsk. Zeit für ein Blutbad. Oh, ein Ogrillion. Veräpple mich nicht. Oder ich mach dich zum Moos. Können wir den da mal tot kriegen, bitte? Schnell, Chip-Ticker, schnell Pratze. Mal sehen, wie eure Eingeweide etwas Sonnenmacht. Okay, bis auf Minsk sind alle wieder normal. Uff. Ja, natürlich. Okay. Schwer, wo immer Minsk auch hingeht, macht das Böse einen Schritt zur Seite. Das war viel Autsch. Aber ich denke mal, dass es das dann auch war jetzt. Wenn es das ist, was ihr wollt. So, Pfeile kannst du selber identifizieren, Yoshimo. Das war ein Kompositlangbogen. Ein Eisstaubtrank. Noch einen Schutzumhang. Den will ich identifizieren können. Schade. Was macht der Eisstaubtrank? Alle im Wirkungsbereich werden für eine Runde von Feuerschaden geschützt. Wirkungsbereich, Sichtbereich. Nimm mal diesen Trank zu sich, kann man eine Wolke feiner Eissplitter ausatmen, die eine Person im Wirkungsbereich mit einer feinen Eisschicht überzieht und sie so vor Feuerschaden schützt. Dieser Trank wurde sozusagen als Gegenmittel für Feuerball und ähnliche Zauber entwickelt. Der Trank kann nur einmal angewendet werden. Oh, das ist praktisch. Kommt mal in unsere improvisierte Tranktasche. Ich warte. Keine große Herausforderung. Noch einer von den Bögen. So. Ich helfe wo immer. Da geht mal Airweep plündern. So, weil das ist ein Säurepfeil. Ein einziger Säurepfeil. Das sind alles Sachen für
ihren Beutel und den Rest, den können wir eigentlich Oshima rüberschieben. Der trinkt noch mal seinen Trank. Was kann ich tun? In Bayerans Namen. So. Es soll geschehen.